besonders, dass wir schon zwei Mannschaften haben. Und auch diese Mannschaft, wie ihr seht, das ist keine E-Jugend mehr. Die ist auch schon über die E-Jugend hinweg. Das ist die B-Jugend, die also ja, fast kurz vor der Herren, vor erreichten Herrenbereich sind. Und auch euch möchte ich ganz herzlich von Vereinsseite danken für die Erreichung eures Kreismeistertitels. Bin ich total super. Ich fange mal mit eurem Trainer an. Vielen Dank. Liest du das nicht vor? Nee. Doch, ich lese es auch vor. Aber zum Erreichen des Kreismeistertitels in der Kreisklasse A14, wer sich das ausgedacht hat, das ist A14, weiß ich auch nicht, das war wahrscheinlich der Staffelleiter. Herzogtum Lauenburg, der B-Union, im Spieljahr 2021-22 sprechen wir dir, Timo Kramer, im Namen des Vereins Dank und Anerkennung aus. Christian, auch du kriegst dann noch nach. Wie sage ich das? Connor? Nicht da. Nicht da. David, Jascha Clement? Einmal dich. Oh, ich habe ja auch eine ganze Masse mehr. Mathis, Henry Eggert? Nicht da. Paddy Engel? Paddy. Paddy. Justus Konstantin Vorb? Julius Anton Giering? Na. Johann Hase? Oh ja, den kenne ich. Herr Nachbar. Maximilian Indig? Malte Peter Johann? Joel Koop, Maurice Kosiol, Johannes Kramer, der ist auch da. Dennis Lender, wo ist der Dick? Till Ecker, Jakob Henry Oberbeck, Jane Richter, jetzt ist der Nachbar auf der anderen Seite. Janis Peter Ruge. Luca Oliver Schewski. Und die haben wir auch noch nicht gesehen. Ja. Vielen Dank. Anton Fechner. Jetzt fange ich gleich wieder von vorne an. Ne? Hendrik Lembitz. Haben alle eine? Jetzt bin ich durch. Luca Wegberg. Gut. Und wie ich eben schon so sagte, da wart ihr gerne nicht dabei. Von der Urkunde ist was Schönes. Aber kannst ja nicht viel mit anfangen. Ne? Deswegen gibt es also für die Mannschaftskasse vom Verein nochmal 200 Euro. Ich gebe das an den Trainer. Ich hoffe, ihr vertraut an euren Trainer. Ihr wisst auf jeden Fall, dass ihr es habt. Und da könnt ihr eventuell, ich weiß, dass ihr am Samstag eine schöne Feier macht in Bielendorf. Vielleicht könnt ihr das da gleich mit verwenden. Das müsst ihr sehen. Ich habe eurem Trainer schon gesagt, dass ich auch mal kurz vorbeikommen will. Dann kann ich gleich mal überprüfen. Also, auch wie gesagt, euch viel, vielen Dank. Das ist natürlich immer eine Auszeichnung, wenn ein Verein den Kreismeister stellt. Das ist immerhin die beste Mannschaft dann in der Staffel und im Kreis dann eben im Grunde genommen auch schon. Und ihr habt wirklich da auch schwere Gegner gehabt. Ihr habt euch einen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sandesleben geliefert. Und das fand ich echt klasse, wie ihr das gemacht habt. Das eine Spiel, glaube ich, unentschieden und das andere Spiel habt ihr auch 1-0 gewonnen oder so, ne, gegen Sandesleben. Das habe ich echt verfolgt, weil das waren ja auch Spiele, die dann erst zum Ende stattfanden, weil sie zum Anfang immer so ausgefallen sind. Fand ich aber richtig toll, habe ich mit euch gefiebert. Leider war ich nicht hier, weil ich immer irgendwie anderweitig gebunden war. Sonst hätte ich mich gerne mal auf ein Spiel angeguckt. Vor allem hätte ich mir das gerne angeguckt, als der eine Ratzenbrüder dort gedreht ist. Da ich ja noch Kreisgerichtsvorsitzender bin, hätte ich nämlich gleich dann selbsttätig werden können und hätte ihm mal eine schöne Strafe aufdrücken können. Aber war ich leider nicht da. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Applaus haben wir schon gehabt. Können wir nochmal wiederholen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja? Und die Urkunden gebe ich mal Timo. Du kriegst noch die von Christian auf jeden Fall dazu. Ich kann sie mir Samstag mitbringen. Ja, genau, die bringe ich Samstag mit. Ist Christian dann auch da, ja? Ja, ja. Gut. Wie gesagt, vielen Dank.